Sie ist eine der beliebtesten und meistgespielten Opern weltweit. Giacomo Puccinis La Bohème. Das Stück erzählt die Liebesgeschichte von Rodolfo und Mimi. Von der tragischen Liebe auf den ersten Blick bis hin zum tragischen Ende. Eingebettet ist die Handlung in das Pariser Künstlermilieu. Die Künstler Rodolfo, Marcello, Schonard und Colline teilen sich ein karges Atelier. Bei einer zufälligen Begegnung verlieben sich Rodolfo und seine Nachbarin Mimi. Unbeschwert verbringen sie den Weihnachtsabend mit ihren Freunden im Café Momü. Doch dieses Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn bald trennen nicht nur Eifersucht und Streit die Liebenden. Mimi ist unheilbar krank. Das ungarische Regieteam Alexandra Semeredi und Magdolna Parditka verlegt seine Inszenierung in ein kriegsgebeuteltes und von den Alliierten besetztes Paris, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotz ihres Lebens am Existenzminimum vergnügen sich die Bohemians zunächst voller Lebensgier und Unbekümmertheit im Quartier Latin, bis sie Mimis Schicksal aufrüttelt.